Der SV Wien Wiesbaden musste also in die Relegation. Das war schon am 37. Spieltag klar. Für den FC Ingolstadt ging es am letzten Spieltag noch um die direkte Klassenerhaltung. Das schafften sie aber nicht. Hier mussten sie erstmal aufpassen, die Schanzer nicht früh in Rückstand zu geraten, da die Wiesbadener auch in der dritten Liga die beste Offensive stellten, waren sie hier von Beginn an darauf bedacht, nach vorne auch zu agieren. Schauner konnte erstmal halten. Der anschließende Eckstoß von Hans Schrein getreten. Kutschke erstmal dazwischen, aber Wien bleibt im Ballbesitz. Nochmal auf der Seite Hans mit der Flanke und dann Diawusi bekommt da irgendwie den Abschluss zustande. Diawusi mit dem Superschuss. Aber haben wir gesehen hier in der Wiederholung. Der war noch abgefälscht, dadurch vielleicht sogar noch entschärft. Jetzt über die rechte Seite Thomas Pledel. Er wird den Verein Richtung Düsseldorf verlassen. Hier mit der guten Flanke auf Marcel Gauss, der den Kopfball aber nicht mehr richtig auf den Kasten bekommt. Kolke wurde im letzten Spiel gegen Uerding beim 3:2 Erfolg geschont. Jetzt war er wieder mit dabei. Die klare Nummer 1 vor Watkowiak. Dann aber die Riesenmöglichkeit. Kurz vorm Pausenpfiff durch Almog Cohen. Super Abschluss und da fehlt wirklich ganz wenig. Der hätte fast im Winkel gesessen. Nach 45 Minuten dann noch kein Treffer. Im letzten Jahr hatte sich ja Aue gegen den KSC in der Relegation durchgesetzt. Hier waren die Vorzeichen etwas ausgeglichener noch. Wien Wiesbaden nicht als Underdog hier reingegangen. Daniel Kofi-Scherre dann mit diesem Ball. Diawusi wieder da. Aber der Ball war dann auch schon im Aus. Sehen wir trotzdem, dass es wirklich ein durchdachtes und gutes Offensivspiel der Elf von Rüdiger Rehm. Einzig und allein der Treffer fehlte. Ingolstadt wirkte etwas gehemmt. Die Mannen ja von Thomas Oral durchaus gut drauf. Trotzdem, so ein Relegationsspiel ist nochmal etwas Besonderes. Jetzt aber die Möglichkeit und jetzt auch der Treffer zum 1:0 für die Hausherren. Daniel Kofi-Scherre nach Flanke von Agirmang Diawusi. Perfekt verwertet, aber da stellt sich Paulsen im Zweikampf auch alles andere als gut an. Schauner aus kurzer Distanz dann ohne eine Abwehrmöglichkeit. Ingolstadt brauchte jetzt den Auswärtstreffer, ansonsten dürfte es richtig schwer werden im Rückspiel im Audi Sportpark. Almog Cohen, Thomas Pledel. Die beiden noch die auffälligsten, aber wirklich brenzlig wurde es hier für Kolke eigentlich auch nicht. Knappe 10 Minuten noch zu spielen. Sonny Kittel zu Paolo Ottavio. Kutschke zurückgelegt zu Gauss. Der haut dann drauf und hat etwas Glück, dass er den optimal trifft und der sich perfekt rein senkt. Hinten reinfällt. Der ist ja nicht mal richtig in den Winkel geschossen, aber eine kurze Ballannahme mit links, dann mit seinem starken linken Fuß auch verwertet. Kolke steht in dieser Situation etwas suboptimal. Wien wollte unbedingt den Sieg und spielte in der Schlussphase nochmal nach vorne. Die letzte Möglichkeit. Tietz Rivero zu Diawusi. Aber Czaune hält den Ball fest und damit auch das 1:1. Gefühlt wäre für Wien Wiesbaden etwas mehr drin gewesen, aber mit dieser Leistung müssen sie sich auch im Rückspiel nicht fürchten vor dem FC Ingolstadt. Die Vorzeichen nach diesem 1:1, also für das Rückspiel in einigen Tagen, dann absolut offen.